Ja gut, dann heiße ich euch herzlich willkommen im Quiz-Taxi. Quiz-Taxi beim FC St. Gallen heisst Quiz-Taxi trifft auf Glanz und Gloria. Wir hauen unseren zwei Spieler, die wir immer im Auto begrüßen dürfen, 10 Behauptungen um den Kopf. Die Idee ist folgende: Der eine Spieler hat einen grüßen, der andere ein schwarzes Liebli an. Sie haben jeweils einen Tischtennisschläger der gleichen Farbe. Und es geht darum, dass wir das Pärli raussuchen wollen, wo die meisten Übereinstimmungen hat. Und wenn wir es am Anfang uns wollen ja gerne ein bisschen schwer machen beim FC St. Gallen, wir denken, wir fangen gerade mal mit einer gewissen Sprachbarriere an. Wir haben unsere zwei wunderbaren Spanier, die der FC St. Gallen seit dieser Saison oder eigentlich seit zwei Jahren schon unterstützen: der Victor Ruiz und der Jordi Quintilla. Und wenn ihr bereit seid, dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit der ersten These, die wir raushauen. Ihr habt das Spielsystem erklärt bekommen. Und die erste Frage, ihr wisst ja schon, wer von euch zwei ist denn mit dem Fußball technisch besser? Was habt ihr das Gefühl? Wer ist technisch der bessere Fußballer von euch zwei? Jordi, wenn du möchtest, kannst du es für Ruiz. Okay, 3, 2, 1. Los! Einmal grün, einmal schwarz. Sehr gut. Also jeder ist... Oh ja, der eine sagt der andere und umgekehrt. Also für Jordi ist Ruiz Victor der Bessere und für Victor Jordi. Warum? Also ihr seid eigentlich beide einfach auf einem extrem hohen Niveau. Genau, genau. Und der Unterschied ist so minim. Extrem hohes Niveau, genau. Extrem hohes Niveau, sehr gut. Die nächste, da geht es um Kraft. Bankdrücken, ihr seid bestimmt auch regelmäßig im Fitnessraum. Wer von euch zwei drückt denn mehr beim Bankdrücken? 3, 2, 1. Zweimal grün. Victor, klar. Victor, ganz klar. Victor kann 60 Kilo mit einer Hand machen. 60 Kilo? 60 Kilo mit einer Hand und dann er wechselt, boom. So einfach für ihn, so einfach. Und du machst dann da 40, 45? Ich mach 20 Kilo. 20 Kilo? aber schnell, weißt du? Aber schnell natürlich, ja, genau, dann. Ja, genau. Klar, logisch. Aber du brauchst doch mehr den Fuß als die Arme. Genau. Ganz klar, super. Dann haben wir hier eine Übereinstimmung, euer erster Punkt. Ich schaue mal noch schnell auf die Straße. Wir gehen hier mal schnell rein. So. Dann machen wir die dritte These. Und da geht es um eure Eitelkeit. Das ist ja auch ein großes Thema bei Fußballern. Wer von euch braucht länger nach dem Training oder nach einem Spiel vor dem Spiegel, bis er wieder hübsch ist? 3, 2, 1. Victor Ruiz. Großer Unterschied? Großer. Nein. Ein bisschen. Aber seine Haare ist besser als ich. Aber er wird auch mehr Zeit brauchen. Er braucht mehr Zeit. Ja, ja, ja. Okay, gut. Also habt ihr auch wieder eine Übereinstimmung. Die nehmen wir sehr, sehr gerne. Wunderbar. Vierte Hypothese. Und bei Spaniern natürlich wichtig, wer hat den besseren Musikgeschmack? 3, 2, 1. Victor Ruiz, normal. Normal. Aber ihr habt beide Musik im Blut, Victor oder? Ruiz ist unser DJ in unserer Kabine. Ah, okay. Ja, ja. Victor Ruiz immer mit Musik, Reggaeton. Oh, schön, gut, ja, gut, ja, gut. Alles. Auch ein bisschen Spanisch? Ja, ja, alles, alles. Sehr gut. Spanischer Punk, gibt es ganz gute Bands. Egal, wunderbar, ihr seid euch einig. Das ist der dritte Punkt. Das haben wir nicht, du. Bim-Bom. Was bei euch im Training hoch im Kurs ist, ist die Tischtennisplatte. Bei euch wird sehr viel Tischtennis gespielt. Und da kommt schon die nächste These. Wer ist denn der bessere Tischtennisspieler von euch zwei? 3, 2, 1. Victor Ruiz, normal. Ich kann nicht. El cortadito. Ich kann nur Fußball spielen. Du bist kein guter Friseur. Keine Tischtennis spielen und keine. Ja. Keine Musik. Keine Musik. Nix. Nix. Jetzt kommt klischeehaft die Frauenfrage: Wer hat mehr Schuhe? Kannst du sie übersetzen? Ist okay? Ja, ist okay. Ja. Okay, 3. 2, 1. Mode! Sprache, Mode und Fußball bei Jordi. Endlich. Wie viele Schuhe? Ja, ich weiß nicht. Viele. Was in Spanien auch wieder ganz hoch im Kurs ist, ist Kochen, Essen. Wer ist der bessere Koch? 3, 2, 1. Also ich kann nicht nur Fußball spielen. Ja, langsam kommen deine Talente. Genau, hervor. Genau. Ja, ja. Ja, weißt du. Ist Chef Jordi Quintilla. Chefkoch Jordi Quintilla. Ja, ja. Mit Sterne? Sternekoch? Alles. Von Paella über Hamburger. Ich mache alles. Ich kann,
ich kann alles machen. Paella, Pulle. Ofen, Reis. Alles, alles. Pasta. Okay, dann machen wir bei der Meisterfeier, kochst du. Wenn St. Gallen Schweizer Meister wird, dann machst du ich das koche, Essen. Ich koche, kein Problem. Super, für gut, alles, gut. Mit Irene. Wunderbar, das haben wir abgeklärt, das ist sehr gut. Nächste Übereinstimmung bei euch. Soziale Medien, auch ein Thema, genau, ja. Wer ist länger und mehr am Handy? 3, 2, 1. Ja. Victor ist auch jetzt am Handy. Victor ist klar, klar. Immer. Ist jetzt dran. Als Bestätigung. Ja. Yeah. Victor ist immer mit Handy. Immer. Immer? Immer. Also auf dem Platz muss sein man Handy es wegnehmen. Ist seine Hand, weißt du? Okay. Alle immer mit seinem Handy, immer. Also du hast immer die Schuhe dabei und er hat immer das Handy dabei. Wenn er kocht, mit Handy. Wenn er isst, mit Handy. Ja, immer. Die 90 Minuten auf dem Fußballplatz gehen so knapp ohne Handy. Ohne Handy, ja. Knapp, ja, aber, Handy. Aber nach dem Spiel, erste Minute nach dem Spiel, 91. Minute, Handy. Also wenn Victor ausgewechselt wird, dann wartet das Handy auf der Ersatzbank. Ja. Sehr gut, super. Cool, aber nächste Übereinstimmung, das läuft sehr, sehr gut bei euch. Wir haben noch zwei Fragen. Die zweitletzte. TV-Serien in Spanien, glaube ich, auch hoch. Großes Thema. Wer ist der größere Serien-Junkie von euch zwei? 3, 2, 1. Victor Ruiz, normal. Gut, mit dem Handy, normal. Muss er ja, er muss ja Handy, was machen, genau. Mit dem Handy. Ja. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Okay. Nochmals etwas Fußball. Wer wird später der bessere Trainer sein? Los mejores chandals. Tu no. Okay, ja. 3, 2, 1. Jordi Quinti. Ist jetzt schon Trainer. Ist top, Adidas top. Adidas top. Adidas Haus, Jordi Quintilla, Adidas Haus. Esperate, tío, que yo pienso que la última era. Ist auch Jordi da für dir, kannst du dir das vorstellen nach der aktiven Karriere? Ah, no, no, la última era si éramos entrados. Si, ¿quién es el mejor entrado? Hola. Bueno, tú, es igual. Jordi okay. Quintilla. Ich mag, aber. Du weißt nie was. Ja, ich weiß nicht. Aber ich mag sehr gerne. Ja, ja, auch dein Wissen weitergeben, ja, und ja. Auch mit Kindern. Wirklich? Ja, ja. Nein, nicht mit Kindern. Nicht unbedingt? Nein, ich. High Level. Okay. Hochniveau, ja, Hochniveau. Ja, ja. Okay. Ja. Zuerst, ich möchte Hochniveau trainieren, ja. Aber da musst du auch irgendwo mal weiter unten beginnen, um dich hocharbeiten. Genau. Halt so. Aber jetzt nur Fußball spielen. Jetzt ist erstmal aktiv und mit dem Quiz-Taxi seid ihr auch schon durch. Und das erste Paar, das wir hier hatten, und von 10 Fragen 9 Übereinstimmungen. Das heißt, gut. Innerhalb von den Spaniern läuft das also extrem gut. Wir sind gespannt, wie es mit den anderen Pärchen ausschaut, und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es war okay für euch. Victor, ein bisschen weniger gesprochen, aber du zeigst es dann wieder auf dem Platz. Ja, super. Wunderbar. Okay. Herzlichen Dank euch. Danke vielmals. Danke. Und wir sind gerade rechtzeitig wieder daheim vom Timing her. Eisa. Ja, da wär's sie mit der Ausgabe Glanz und Gloria. Trifft Quiz-Taxi. Ich hoffe, es ist okay für euch. Nächste Ausgabe gibt's bald. Danke, ciao, bis bald. Ciao. Cool. Ciao.